Hallo und willkommen zur neuen Webscholle. Heute in einem virtuellen Studio bei der Video Impact UG. Bei mir sitzt der Andreas. Hi Andreas. Hallo. Andreas, das hier ist euer Studio. Mhm, genau. Mich interessiert als erstes mal so ein bisschen das Setup. Wo sitzen wir hier eigentlich und was steht hier alles ringsherum um uns? Ja, man kann es vielleicht ein bisschen sehen. Das Setup ist nicht sehr, sehr aufwendig oder professionell teuer. Wir haben mit relativ einfachen Mitteln ein Setup hinbekommen, womit wir trotzdem eine gute Qualität erreichen. Und das Hauptargument dahinter ist einfach, das Studio kann ruhig aussehen, wie es will. Das Wichtige ist die grüne Wand und dass die Qualität stimmt der Aufnahme und der Rest wird nachher virtuell eingespielt. Und die grüne Wand, ist das jetzt aus irgendeinem Stoffladen oder schon speziell Fotostoff? Es ist schon ein spezieller Stoff, ja, aber es würde auch wahrscheinlich genauso gut klappen mit einem Stoff, der einen ähnlichen grünen Ton hat oder Blauton. Das gibt es auch noch. Okay, was haben wir hier noch? Wir haben hier vier Lampen um uns herum stehen. Genau, das sind relativ starke Fotostrahler, die natürlich dazu da sind, damit man eine schöne ausgeleuchtete Szenerie hinbekommt. Aber es ist jetzt direktes Licht, ja? Es sind jetzt keine Softboxen oder indirekt, sondern ihr strahlt ja schon wirklich direkt. Die sind indirekt ein bisschen dadurch, dass sie eben diffuses Licht von sich schon aus abstrahlen, weil es Energiesparlampen sind und keine Glühfadenlampen oder wie man sie früher nannte. Aber im Prinzip ist es direktes Licht, ja. Okay, dann haben wir hier oben ein Mikrofon hängen, was hoffentlich nicht mit dem Bild drin ist, von Rode. Ja. Genau. Was ist das für ein Mikro und warum habt ihr das ausgesucht? Das ist ein Mikro, was sehr, sehr gute Kundenbewertung bekommen hat, wovon wir natürlich ausgehen, dass die auch alle echt sind. Das heißt, ihr habt es bei Amazon gekauft? Nein, es war, glaube ich, nicht bei Amazon, aber Thomann. Das gibt es, vielleicht auch bei Thomann. Es ist einfach ein gutes Mikro, was ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und, was muss man dafür auslegen für so ein Ding? Was waren das? Ich glaube 150 Euro vielleicht. Also noch nicht mal sehr teuer, aber dafür wirklich gut. Und die Kamera, was haben wir da? Die Kamera, das ist eine Sony Alpha 55, glaube ich. Also eine Spiegelreflex mit Videofunktion. Auch keine große Fernsehkamera, die man noch auf den Schultern tragen musste damals, die 50 Kilo gewogen hat oder ein bisschen weniger vielleicht, sondern entsprechend dadurch, dass diese Geräte heute so weit fortgeschritten sind in ihren Möglichkeiten, klein, günstig und Qualität ist super. Und Objektiv da drauf, habt ihr da was Besonderes oder ist das, was beim Kit dabei ist? Das ist das ganz normale Kit-Objektiv. Das ist eine, ich glaube, 14-Megapixel-Kamera. Und für richtig große Fotos, wofür so eine Kamera ja eigentlich gedacht ist, ist so ein Objektiv vielleicht nicht optimal. Da kann man bestimmt noch was rausreißen mit einem teuren Objektiv. Aber dadurch, dass wir ja nur die Full-HD-Auflösung abgreifen vom Sensor, reicht dann auch die Optik des Standardobjektivs. Und die liegt so ungefähr bei wie viel die Kamera? Ach, was ist das? Ich glaube ab 450 mit Objektiv. Das heißt, ich kann mir so ein komplettes Set, was ihr hier habt, für, sagen wir, 1.000 Euro aufbauen. Ja, und da hast du wahrscheinlich noch was übrig. Ja, würde ich so sagen. Das ist solch ein virtuelles Studio, in dem man zum einen eine grüne Wand, zum anderen aber auch jede beliebigen Hintergrund durch diesen... Ich kenne auch den Begriff Bluescreen. Ja? Wieso gibt es... Also nicht Bluescreen, sondern Blue Box. So, Bluescreen ist wieder was anderes. Das war damals blau. Ne, aus dem gleichen, der gleichen Technologie, wie heute das Grün rausgefiltert wird. Das Problem war damals nur, dass zum Beispiel blaue Hosen oder ein blaues Hemd sich natürlich schlechter von dem Hintergrund trennen lässt als jetzt Grün. Hätte ich jetzt heute einen grünen Anzug an, dann hätten wir hier auch ein Problem. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Hast du mir gar nicht gesagt, dass ich nichts Grünes anziehen darf? Ja, ich bin mal davon ausgegangen, dass du da dich entsprechend auskennst und Bescheid weißt. Also es ist eine reine, es wurde die Farbe gewählt für den Greenscreen, die man am leichtesten rausfiltern kann, weil sie nicht in dem Material vorkommt, was man eigentlich aufnehmen will. Okay. Nehmt ihr nur hier innerhalb eures Studios Sachen auf oder geht ihr auch raus und macht dort auch Aufnahmen? Wir gehen auch raus. Das Studio ist so, oder dass die Materialien drin sind so aufgebaut, dass man das Ganze auch zusammenpacken, einpacken kann, in Kombi hinten rein und dann fährt man an jeden beliebigen Ort, baut das Ganze da auf. Sofern ein Raum verfügbar ist, der ein bisschen ruhiger ist, wo jetzt nicht vielleicht gerade eine Baustelle nebenan ist, und dann kann man das da aufbauen, die Aufnahmen da machen und erreicht die gleiche Qualität wie hier. Aber macht ihr auch Außenaufnahmen ohne dieses Studio-Setup? Das machen wir auch. Das sind ja ganz klassische, zum Beispiel Interview
Aufnahmen für Image-Videos. Auch mit solchen Kameras, also da wird auch nicht mehr mit so großen Schultergeräten gearbeitet. Mhm. Einfach weil die Qualität und die Handhabung so überzeugt, dass man die auch nutzen kann. So, die ganze Entwicklung im Bereich Video geht ja, glaube ich, zumindest gefühlt immer weiter weg von diesen High-End, gerade was Geräte angeht, mhm. halt hin zu solchen Spiegelreflexkameras, gerade was so in diesem, ich sag mal, semi-professionellen Bereich ist. Aber wie hier auch schon mittlerweile im professionellen Bereich. Aber auch ein Handy, auch ein iPhone kann mittlerweile in HD-Qualität aufnehmen. Und es gibt mittlerweile die ersten Kurzfilme, die komplett mit dem iPhone aufgenommen wurden. Mhm. Was glaubst du, was uns da noch bevorsteht bei dieser Entwicklung hin, dass ja quasi jeder, der ein Handy hat, seine eigenen Videos drehen kann? Also das ist ja mit Sicherheit schon heute der Fall, dadurch, dass jeder so ein Gerät hat. Die Qualität in den modernen Handys oder mittlerweile auch im aktuellen iPad ist ja wirklich sehr gut verglichen mit dem, was das eigentlich für ein kleines Objektiv da drin ist. Ich glaube allerdings nicht, dass die großen professionellen Geräteanbieter dort was zu befürchten haben, denn die haben natürlich auch einen ganz anderen Anspruch an ihre eigenen Produkte. Wenn du jetzt jemand bist, der unterwegs kurz ein Video drehen möchte zu einem Thema mit seinem Handy, vielleicht mit einer Social-Media-Komponente drin, das machst du mal eben. Dann brauchst du auch nicht viel mehr Equipment für, aber richtige, teure Videoproduktion. Das werden wir nicht erleben, dass die in 5 Jahren mit iPhones in Fernsehstudios arbeiten. Also das sind schon 2 getrennte Bereiche, wobei natürlich die Technologieentwicklung bei den Handys immer voranschreitet und auch die Qualität immer besser wird, ganz klar. Ich habe ja beispielsweise gelesen, dass Journalisten, in dem konkreten Beispiel ging es um eine, ich glaube, Kriegsreportage. Mhm. Das heißt, ein Reporter war in einem Kriegsgebiet und wollte von dort aus nicht nur Fotos, sondern halt auch Videos machen mhm. und hat dazu sein iPhone wirklich genommen, weil er dachte, mit dem iPhone war er halt gar nicht so auffällig. Ja, wenn er da mit einer großen Kamera oder irgendwas rumlaufen würde, dann würde er direkt überall auffallen, Fragen provozieren mhm. und so kann er quasi sein Handy nehmen und sehr authentisch dort unter den Leuten auch seine Videos machen. Das heißt, gerade in solchen Bereichen ändert es daher wirklich auch die Art, wie Inhalte produziert werden, wie sie übertragen werden und publiziert werden. Ja, und es ist ganz einfach. Du hast kein riesiges Equipment, du hast nur dieses kleine Gerät, du hast es immer dabei und kannst direkt von dem Gerät aus per Internetzugang durch die schnellen mobilen Netze das auch sofort da hinschicken, wo es hin soll. Das ist mit Sicherheit eine Entwicklung, die sich, oder wo der Markt für diese Anwendung mit Sicherheit in großer Geschwindigkeit noch weiter steigen wird. Sodass wir wahrscheinlich immer mehr dieser selbstgemachten Videos sehen werden. Aber im Bereich Fotos gibt es ja einige Plattformen, ich meine ganz aktuell Instagram, die von Facebook aufgekauft worden sind. Im Bereich Video gibt es da auch schon ähnliche Plattformen, ähnliche Apps. Siehst du das irgendwie kommen oder glaubst du, dass die Entwicklung dahin geht, dass das nächste Instagram ist ein Instagram für Videos? Das wäre schön, wenn es so wäre. Also ich sehe die Entwicklung ganz deutlich. Die Technologie ist da, die Technologie ist in den Handys da, wie wir es gerade schon festgestellt haben. Die Netzverbindungen sind schnell genug. Es spricht aus heutiger Sicht technisch absolut nichts dagegen, zu sagen, ich erstelle mir jetzt kein Fotoalbum, was ich hochlade und share, sondern ich erstelle mir ein Video, was ich dann auf die entsprechenden Portale oder sonstige Communities streuen kann, direkt von dem Gerät aus, ganz klar. Mit Sicherheit, das wird so kommen. Gehen wir vielleicht mal zum nächsten Thema und bleiben in dieser technischen Ecke. Mhm. Jetzt gerade ging es eher so um die Produktion, ums technische Aufnehmen von den Videos. Es gibt aber auch eine große Entwicklung hin zu einer Massenproduktion von mhm. Videos. Sprich, dass ich nicht jedes Video alle einzeln aufnehmen muss und auch nicht jedes Video einzeln bearbeiten muss, sondern dass ich da Technologien nutze, um en masse Videos zu erstellen. Mhm. Mit so einem Thema beschäftigt ihr euch auch. Vielleicht kannst du mal so ganz allgemein sagen, worum es da geht, was es für Möglichkeiten gibt und wofür sowas eingesetzt wird. Ja, kann ich gerne machen. Die Grundidee, die dahinter stand, und ich glaube, das ist bei den anderen Firmen, die sich damit beschäftigen, ganz genauso, war die Idee, dass man ähnlich wie im Textbereich, um mit Video-Content zu punkten, extrem viel Content benötigt.
Und wenn man sich anschaut, was im Bereich Texterstellung für Suchmaschinen optimierte Inhalte, was da an Preisen aufgerufen wird, und wenn man dagegen hält, was dann ein entsprechendes Video ursprünglich mal gekostet hätte, es zu produzieren, das ist eine Relation, die nicht tragbar ist. Das wäre viel zu teuer gewesen. Und daraus ist natürlich die Idee entstanden, dass man sagt, wie kann man diese Produktionsprozesse von Videos entsprechend technologisch abbilden, um einfach die Kosten so sehr zu drücken, dass das Ganze auch preislich konkurrenzfähig zu Textinhalten wird. Und das ist das, was wir heute ganz, ganz viel sehen bei einigen immer mehr werdenden Unternehmen, auch in Deutschland, dass solche sogenannten Picture Clips in grafische Themen gepackt erstellt werden, weil es einfach sehr günstig ist und sehr schnell geht und man dann den ersten Punkt abgedeckt hat, ja, ich habe jetzt zu dem Produkt ein Video. Gut, dann erklär doch mal kurz, was ist ein Picture Clip? Mhm. Was beinhaltet ein Picture Clip? Was macht den aus? Also ein Picture Clip besteht aus einem Thema, einem grafischen Thema, zum Beispiel ich habe eine Produktvorstellung für ein Möbelstück, dann gibt es da spezielle Themen, die entsprechende Hintergründe haben, die vielleicht Holz zeigen, bestimmte Elemente, die halt typisch sind für diese Art von Produkt. Und dann geht man hin und nimmt vielleicht das Produkt, was man als Artikelseite in seinem Shop hat, zieht dort die Bilder raus, zieht die Textinformationen raus und setzt das in dieses Grafikthema, in dieses Template ein und erhält dann quasi eine animierte Bildershow aus den Quelldaten, die man in dem Inserat hatte. Okay, also ihr habt ein Template, ihr habt Fotos und ihr habt strukturierte Daten. Mhm, genau. Das fasst ihr alles zusammen in ein Video. Genau. Das hat man früher auch mit Flash gemacht. Wo ist jetzt der Vorteil, dass ich es jetzt in einem Video mache? Das Gleiche könnte ich ja in einem Flash aufbauen. Das Gleiche könntest du auch in einem Flash aufbauen, ja, das ist richtig. Aber es geht natürlich darum, diese Videos abseits des eigenen Hostings auch entsprechend zu spreaden auf den Videoportalen. Und dort lädst du einfach kein Flash-Clip hoch, sondern du lädst eine Videodatei natürlich hoch. Gut, das heißt, die Intention für mich als Shopbetreiber, der 2000 Produkte hat, und ich möchte gerne zu jedem Produkt ein Video. Mhm. Was ist die? Weshalb möchte ich zu jedem Produkt ein Video? Weshalb kommt so ein Kunde zu euch und sagt, ich brauche hier meine Videos? Die Intention ist, dass der neu aufschwingende oder eigentlich auch schon seit ein oder zwei Jahren sehr, sehr stark wachsende Bereich der Videoportale einfach Potenzial birgt, um selber Content in die Google-Suchergebnisse, in die Suchmaschine reinzubekommen. Und das ein Feld ist, was noch so spärlich besetzt ist, dass es dort wirklich einfach ist, im Vergleich zum klassischen Textgeschäft, mit wenig Aufwand auch wirklich wertvolle Keywords für sich zu besetzen, dadurch, dass man das eben über YouTube macht. Weil du hast dann die Einbindung natürlich in der Videosuche, das ist natürlich ein Thema, aber die Videoergebnisse kommen, wenn es ein entsprechend vorbereiteter Kanal ist, mit entsprechend vielen Videos und entsprechend optimierten Meta-Infos zu den Videos, auch in die Universal Search mit rein. Und da hast du den Punkt, der, glaube ich, da noch am meisten wirkt, weil ich glaube, das wissen wir auch alle, die Universal Search, die Elemente, die sich dort medial hervorheben, das sind die, die Aufmerksamkeit bekommen im Vergleich zu den 10 anderen blauen Textergebnissen, die auf so einer SERP dann zu finden sind. Das heißt, die Intention ist weniger für den Besucher auf meinem eigenen Shop noch einen Mehrwert zu bieten, die Information anders aufzubereiten, sondern eher in Richtung Marketing, um noch neue Besucher anzulocken. Ganz genau. Es macht einfach wenig Sinn, wenn du auf der Shop-Seite bis auf der Detailseite des Produktes und hast alle Informationen da, dir das Ganze nochmal per Knopfdruck in einem Video vorstellen zu lassen. Das macht einfach keinen Sinn. Das heißt, du nutzt diese Informationen, die du auf der Shop-Seite hast, pack sie in ein Video und streust das auf andere Kanäle, um dort die Aufmerksamkeit für deine Produkte zu generieren. Und dann hast du natürlich in den Videobeschreibungen den Link zur Artikelseite mit einem Hinweis im Video. Hier unten geht es zum Produkt. Und so fängst du dann entsprechend Interessenten über weitere Kanäle ab, als nur über die eigene Webseite. Ich habe mit einem Anbieter gesprochen, die genau sowas gemacht haben. Mhm. Und Videos massenweise bei YouTube reingeladen haben, hatten allerdings dann das Problem, dass der Account gesperrt wurde wegen Spam-Verdacht oder Ähnlichem, weil einfach zu viele Videos reingekommen sind. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht und wie kann man es vielleicht umgehen? Ja, das kann natürlich passieren.
Das Ganze ist eigentlich relativ simpel zu umgehen. Erstens brauchst du verschiedene, wenn man jetzt von diesen Template-Videos ausgeht, möglichst verschiedene unterschiedliche grafische Inhalte. Du solltest also nicht 1000 Videos in dem gleichen Template dort hochladen. Mhm. Die sind zwar unterschiedlich, da sie unterschiedliche Bilder beinhalten und Texte, aber dennoch gibt es Komponenten bei der Erkennung, die eindeutig für Google oder für YouTube identifizierbar machen, okay, das ist irgendwie doch immer wieder das Gleiche. Also liegt das nicht an der schieren Anzahl, sondern auch an der Anzahl, aber auch an der Unterschiedlichkeit der Videos. Also wenn ich 1000 wirklich komplett unterschiedliche Videos reinlade, ist kein Problem. Wenn die 1000 aber alle gleich aussehen, nur ein Bild immer ausgetauscht wird, dann ist es ein Problem. Beides. Du kannst auch nicht auf einmal an einem Tag 1000 Videos oder in einer Woche 1000 Videos hochladen. Das fällt dort ganz genauso auf. Das heißt, da muss auch natürlich, wie es überall bei Google ist, eine gewisse organische Erkennbarkeit hinter sein. Ne? Dass das eben wirklich stetig wächst und nicht alles auf einen Schub. Okay, also ladet ihr das dann da richtig nur wochentags zwischen 9 und 18 Uhr hoch und mal mit einer Stunde Pause, mal mit einer halben Stunde Pause, solche. Genau, da gibt es gewisse Tricks, ja. Distributionsregeln, die man so einrichten kann, dass das Ganze auch dann entsprechend organisch wirkt. Und dann, wenn man das alles beachtet, kann man dort auch ein paar tausend Videos reinladen bei YouTube? Ja, das dauert dann natürlich seine Zeit, ne, weil man nicht direkt von vornherein alles raufschließen kann, aber das funktioniert dann, ja. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht bezüglich dem Traffic-Strom, der da drüber kommen kann? Das hängt natürlich in erster Linie davon ab, auf welche Keywords man das Ganze optimiert hat. Das sind meistens Produkte, auf die optimiert wird? Ja, es sind auch Produkte. Dadurch, dass wir aber ein Video in der Regel auf mehrere Portale verteilen und dort immer zu unterschiedlichen Keyword-Kombinationen, es ist tatsächlich nicht nur das Produkt, Beispiel Kamera, Sony, das kann man vielleicht auf einem oder zwei Portalen machen, dass man dort auf den Artikelnamen optimiert, aber die anderen drei oder mehrere Varianten, je nachdem wie viele Portale man nutzen will, da geht es dann wirklich darum, Keywords zu finden wie beste DSLR-Kamera oder günstig filmen, solche Geschichten, dass man da einfach ein breiteres Spektrum an Keyword-Möglichkeiten abdeckt, die man dann mit dem gleichen Video in Verbindung bringen kann. Jetzt ist, denke ich, YouTube gerade in Deutschland ein Marktführer, was Videosuche angeht. Mhm, weißt du ungefähr Prozentanzahl, wie groß die Abdeckung ist von YouTube gegenüber anderen Videoplattformen? Du, ich denke mal, das verhält sich ungefähr gleich wie das Verhältnis Google zu anderen Mitbewerbern. Welche andere nutzt ihr denn da überhaupt noch außer YouTube? Was haben wir da? Da gibt es Vimeo, da gibt es Clipfish, da gibt es 7Load. Wobei Vimeo wahrscheinlich schon direkt an zweiter Stelle nach YouTube kommt. Die anderen sind eher dann doch ein bisschen weiter runter. Du siehst das ja schon. Clipfish, 7Load und MyVideo sind ja eher so, genau, die deutschen Plattformen. Die spielen nicht so eine große Rolle. MyVideo ist noch relativ groß dabei, das hatte ich gerade gar nicht erwähnt. Die sind auch sehr aktiv, da kriegst du auch relativ viele Suchergebnisse von. Aber es ist ganz klar, an YouTube geht nichts vorbei, wenn du möchtest, dass deine Videos gesehen werden. Aber an allen anderen schon. Also meine Videostrategie kann auch aussehen, ich mache nur YouTube, oder sollte ich die anderen schon mitnehmen? Ich meine, im Bereich Suchmaschinenoptimierung haben wir Google und danach kommt vielleicht Bing, aber das interessiert eigentlich keinen. Ja, das Schöne daran ist, dass dass Google natürlich auch verschiedene Videoportale berücksichtigt. Es macht sowieso für den Index Sinn, dass du ein Video möglichst weit verbreitest, auf möglichst vielen verschiedenen Content-Quellen im Internet hast. In der Regel sind das verschiedene Videoportale. Das bevorzugt dann natürlich, oder das beeinflusst positiv das Ranking des Videos, wenn Google weiß, aha, okay, das gibt's da noch, das gibt's da noch, das muss irgendwas sein, was eine entsprechende Verbreitung hat oder entsprechend wichtig ist für viele Nutzer. Es darf halt nicht fünfmal auf YouTube sein. Das klappt ja sowieso nicht. Das wird ja dann rausgefiltert. Wenn ich Videos automatisch generiere, dann möchte ich sie natürlich auch automatisch distribuieren. Mhm. Diese ganzen Plattformen, haben die alle APIs, über die ich die Videos dann hochladen kann? Wenn Sie Arbeit sparen möchten, dann haben Sie alles APIs. Alle großen Videoportale haben entsprechende Anbindungen. Es gibt Services, also Webseiten, die
ein Video für den Nutzer auf mehrere Portale hochladen automatisch. Das heißt, da muss man sich nicht mal mehr um die einzelnen Portale kümmern. Mhm. Das wird alles so gemacht, klar. Also Handarbeit ist da nicht mehr sehr effizient. Andreas, vielen Dank für die Einblicke, die du uns hier gewährt hast in die Videoproduktion, Distribution und was alles ringsherum noch ist. Mhm. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ihr habt einiges draus gelernt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.